Mario, mach die Tür auf! Ja, grüß Gott, ich bin vom Roten Kreuz. Giovanni, was magst du da? So machst du der Familie keine Ehre. Du stellst sie an wie die erste Mensch. Ich habe dir von Anfang an gesagt, du sollst für die Aktion eine große Auto besorgen. Stronzo! Aber Patrone, dieses Auto hat 300 PS. Das ist gut. Grüß Gott. Hallo. Soll ich vielleicht später wiederkommen? No. Wir müssen nur noch diese Gringo entsorgen. Eine Leiche abtransportieren, in so ein Auto. Hast du so etwas schon mal gesehen? Na, aber so ein Cabrio ist auch wirklich unpraktisch. Ich bin übrigens vom Roten Kreuz. Rotes Kreuz? Ich habe viel Gutes von eurer Organisation gehört. Echt? Ja, super, es freut uns natürlich. Ich weiß, in Filmen streichen Mafiabosse immer richtige Katzen. Ja, kein Problem. Ich habe auch eine Katzenallergie. Bitte. Danke. Rotes Kreuz also. Ja, deswegen auch die coole Jacke. Seit ich mich denken kann, wollte ich immer eine von diesen Sanitäter werden. Also, was führt dich hier zu mir in meine sizilianische Botschaft? Der Freiwilligenpreis Henry wird heuer wieder vom Roten Kreuz vergeben. Unter anderem gibt's die Kategorie freiwilligenfreundlicher Gemeinden. Freiwilligenfreundlichen Gemeinden? Erzähl mir mehr. Ja, würde ich gerne, aber Sie lassen mich nicht ausreden. Scusa. Ja, auf jeden Fall haben wir 3 ganz tolle Nominierte. Ja, ich bin bereit. Aber vielleicht, vielleicht aber auch nie, werde ich dich irgendwann um eine kleine Gefälligkeit bitten müssen. Okay, also Sie schauen definitiv zu viel Fernsehen. Wir haben unter anderem nominiert die Stadtgemeinde Dulln. Gut, dort werden nicht nur Werte vermittelt, sondern auch Vernetzungs- und Koordinationsmöglichkeiten zwischen den Vereinen geschaffen. Es wurden unter anderem 5 verschiedene Religionsgemeinschaften miteinander vernetzt und es gibt ein Erzähl- und Reparaturcafé. Du hast mich neugierig gemacht. Und du hast Glück. Auch Minky will mehr erfahren. Sprich weiter. Gut. Dann haben wir hier noch die 2. Nominierten, die Gemeinde Senftenberg. Dort haben wir das Projekt Unterstützung für Ukrainer und Vertriebene. Und da ist eine regelrechte Welle der Hilfsbereitschaft ausgebrochen. Ich meine, Sie müssen sich das einmal vorstellen, da würden über 20 Tonnen Sachspenden gesammelt und die Ukrainer werden jetzt dort betreut und sich um sie gekümmert. Das ist eine tolle Leistung. Senftenberg ist jetzt für mich schon Familie. Sprich weiter. Wissen Sie, was ich einen richtigen Italiener schon immer mal fragen wollte? Wohin würden Sie lieber fahren? Jesolo oder Caorle? Mädchen. Ich weiß nicht, ob du weißt, mit wem du gerade sprichst. Aber ich würde niemals Urlaub machen in Caorle oder Jesolo. Urlaubsangebote, die ich nicht ausschlagen kann, bekomme ich nur aus Bibione. Ah, danke für den Tipp. Und dann haben wir noch den 3. Nominierten, und zwar Kloster Neuburg. Ah, Kloster Neuburg. Ich habe davon gehört. Ja, das ist ja auch fast wie Bibione. Und die haben auch eine sehr gute Aktion. Und zwar trägt sie den Namen Kloster Neuburg hilft. Das Ganze gibt es ja schon seit 2015. Aber seitdem der Krieg ausgebrochen ist, gibt es ja jetzt auch eine Kooperation mit der Stadtgemeinde. Es werden Hilfsgüter gesammelt, es gibt psychologische Hilfe, es gibt auch Deutschkurse. Und jetzt wohnen schon über 400 Ukrainer und Ukrainerinnen in Kloster Neuburg. Das sind tolle Projekte. Wenn du mich fragst, haben all diese Gemeinden einen Preis verdient. Sie arbeiten freiwillig. Tolle Sache. Danke, Mädchen. Du kannst gehen.
Danke. Warte! Du schuldest mir noch einen Gefallen. Soll ich Ihnen die Katze füttern? No. Sag mir, wer gewinnen wird. Naja, das kann ich leider nicht. Sag es! Ich weiß es ja selber nicht. Aber ich kann es für Sie herausfinden.